Hi Leute, herzlich willkommen zurück zu einer neuen Folge hier bei TuFarming. Schön, dass ihr wieder eingeschaltet habt. Es geht weiter, meine Lieben. Ja, tick-tack, tick-tack, wir nähern uns der 1000. Folge. Wir sind zurück in Schwarzing erstmal. Es gab ein kleines Problem mit einer Seuche, Krankheit, irgendwas. Gott sei Dank konnte das schnell behoben werden. Ansonsten gab es ja noch eine große Ansprache in der Gemeinde. Es wird sich wahrscheinlich einiges ändern, denn es gibt eine Einheitsgemeinde, nämlich unter Griesbach, da wo ich mit Bella zu Besuch war. Oder beziehungsweise, wo wir ein bisschen Urlaub machen wollten. Da scheint was im Aufbau zu sein. Müssen wir gucken, ob wir da noch mehr rausfinden. Und ich glaube, wir müssen definitiv noch ein paar andere Sachen klären. Weil was sehr, sehr komisch ist, ist das Verhalten von Jupp. Da muss ich unbedingt rausfinden. Oder möchte auch aus eigenem Interesse rausfinden, was da dahinter steckt. Weil das kann nicht ganz normal sein. Und ansonsten, ich bin mir noch nicht sicher, wie die Lösung aussehen soll. Aber irgendwas muss passieren. Aber dazu später mehr. So, Entschuldigung, meine Herren, ich wollte mich natürlich nicht vordrängen. Ne? Wer war denn zuerst? Also der Herr Stecher hat, glaube ich, mir vorhin also, schon eine WhatsApp angeschrieben, ich würde den Herrn Stecher schnell machen, dann Sie, Herr Manus, und dann der Herr Schwarzer. Das ja, ich hätte, Stefan, ich hätte dann sowieso, ich würde dir auch gleich noch was sagen. Ich hätte da vielleicht bestimmt eine ganz coole Idee für dich. Oder okay, vielleicht eine interessante Sache. Ich schaue kurz mit dem Herrn Friedrichsen, dann erzähl kannst ruhig. Du mit ihm schauen und dann machen wir danach. Ja, also Herr Stecher, ich weiß nicht, um was es geht. Stört Sie, wenn die anderen beiden dabei sind oder eher unter vier Augen? Stört mich eigentlich nicht. Das erste wäre ein Abgleich unserer bestehenden Fahrzeuge, aber das können wir sonst später noch telefonisch kurz regeln. Ja, oder Sie schicken mir einfach eine Liste durch. Okay. Das geht, glaube ich, am schnellsten. Ja. Das zweite wäre eine Anfrage bezüglich Aufbau eines kleineren Agrardienstleistungsbetriebes in der Nachbargemeinde. Mhm. Ich habe mir da mal Gedanken gemacht und bin zum Schluss gekommen, dass es vielleicht nicht schlecht wäre, die Bauern dort bei gewissen Tätigkeiten zu unterstützen, um Maschinenressourcen einzusetzen. Und geht es hauptsächlich dann um Lohndienstleistungen oder um Maschinendienstleistungen? Es geht hauptsächlich um Lohndienstleistungen. Mhm. Welche Arbeiten genau müsste man mit den Landwirten evaluieren, was da an Bedarf besteht. Mhm. Aber ich denke vor oder mehrheitlich im Bereich von Erntearbeiten und wie Sie ja wissen, Reinigungsarbeiten, die wir jetzt schon durchführen. Ja. Kann ich mir mal gerne was überlegen, beziehungsweise mich auch mal mit den Städteplanern zusammensetzen, wie es denn ausschaut. Platztechnisch für so einen Hof, ob wir da was einrichten können. Und würde ich dann mit Ihnen zusammen nochmal durchsprechen. Ja. Ist auf jeden Fall mal aufnotiert. Ich würde nächste Woche auch mal rübergehen und mal schauen, was. Gerne auch mal mit den Landwirten vor Ort sich unterhalten, das Gespräch suchen, damit man auch abschätzen kann, was eben benötigt wird. Ja, genau. Gerne. Gut. Soweit habe fertig. Gut. Sehr schön. Was ich nur sagen wollte, Miguel! Stefan. Aha, ja. Ist alles gut? Christen hat mir eine geklatscht. Was? Ja. Warum? Weil ich keine Ahnung. Was? Werde geklatscht. Warum? Weiß ich nicht. Hä? Er hat mir einfach eine gepfeffert. Siehst du nicht meine rote Wange? Ja doch, aber warum? Ich verstehe es nicht. Weiß ich nicht. Die hat mir auf offener Straße eine geklatscht. Und Charlie und Jupp gehen vorbei und Emily auch. Ich bin vor dir weggelaufen. Vielleicht. Weil du einfach hast du was gesagt zu ihr oder so? Nein! Gar nichts! Oh Gott, ich kümmere mich gleich drum. Das krieg mal hin, alles gut. Ich bin wieder zurück nach Unterkriesbach. Ja. Papa's ruhig. Ich weiß. Setz dich erstmal hier hin, ganz kurz. Ja, ich bleib stehen lieber. Stefan, was ich dir nur sagen wollte, ist, in was vielleicht für dich interessant sein könnte. Ich meine, gut, mit Dienstleistungen, weiß ich jetzt nicht. Was du davor hast, genau. Aber du bist ja auch nur eine Person, oder? Du bist ja alleine, du bewirtschaftest deinen Hof doch alleine.
Aber ich arbeite für drei. Das ist so. Aber du hast ja doch. Vom Landhandel. Weißt du, was interessant? Beim Landhandel arbeiten drei Personen für eine und bei mir arbeitet ja, eine Person genau, für drei. Genau, da haben wir es wieder. Nee, aber vielleicht könntest du ja auch mit der Reinigungsfirma expandieren. Aber was vielleicht auch noch interessant wäre, ich habe gesehen, dass die halt dort eine Kartoffelfabrik wieder in Betrieb nehmen wollen. Und vielleicht könntest du deine. Du machst auch viel mit Erdfrüchten. Ja. Also vielleicht könnte man dann einen Vertrag irgendwie irgendwas machen, dass du da vorzugsweise der Belieferer wirst oder was weiß ich. Ich muss ja ganz ehrlich sagen, ich habe keine Ahnung, wer die dort bewirtschaften wird oder sonst was. Ich habe nur mit dem Herrn Bayer gesprochen und habe halt nur rausgefunden, dass der dort die wieder eröffnet werden soll. Kannst ja auch mit Peter machen. Okay. Peter mal fragen dann später. Weil da werden ja auf jeden Fall die Produkte weiter veredelt und ja, könnte sich lohnen. Muss man mal ja, schauen. Hört sich interessant an. Wollte ich dir nur sagen, halt, ne? Ja, ich werde das mal anschauen drüben. No, alles klar. Danke für die Info, Miguel. Jo, Peter. Ich war jetzt eine Woche in Untergriesbach. Ja. Peter, ich bin jetzt nach einer Woche wieder hergekommen. Ja. Und es ist erschreckend. Was denn? Frag da nicht, was? Also, Herr Malus, es kann sehr viel erschreckend sein, deswegen müssen Sie da ja, mal kurz. Also, diese Versammlung hier gerade war einfach nur erschreckend. Also, um Gottes Willen, natürlich nicht das, was du jetzt verkündet hast. Das ist natürlich. Ne, ich kann mir schon denken, auf was Sie hinaus wollen, Herr Malus. Ja. Ja, aber das ist doch nicht mehr normal. Also, ich weiß auch nicht mehr. Ich bin mit meinem Latein da auch am Ende. Ich guck mal, ich habe den Alfred, habe ich dort in Untergriesbach kennengelernt. So, es war krass, wie harmonisch das dort war und man konnte zu jedem gehen, man konnte schwatzen, es war einfach ausgeglichen und so weiter. Und ich muss ganz ehrlich sagen, mir hat das jetzt auch einfach leid getan, wie der hier vorne steht und so direkt, ich weiß gar nicht, was gesagt wurde, aber er soll seine Klappe halten oder soll, also. Wobei ich sagen musste, war auch der Herr Rafa eine gut treibende Kraft in diesem Gespräch, ne? Negativ gesprochen gegenüber dem Herrn Schwarz. Was hat der Harald gesagt? Nicht. Ja, dass er sich von ihm nichts vorschreiben lässt oder sagen lässt oder der Herr Schwarz hat halt seine Meinung offen geäußert, was glaube ich in dieser Gemeinde auch jedem sein gutes Recht ist, das zu tun. Und wurde halt gleich so angegiftet und angefeindet, was ich jetzt nicht so toll finde, weil ich eigentlich schon nach außen gerne das Bild zumindest vermittle, dass wir eine offene und aufgeschlossene Gemeinde sind, auch anderen gegenüber. Ist halt schwierig. Ich meine, es ist immer so, wenn man in einen geschlossenen Kreis von Leuten reinkommt, da als Außenstehender angenommen zu werden, ist schwer. Und Sie wissen selber, wie unsere Bürger von Spatzing sind. Auch Sie gehören damit dazu, Herr Manus. Aber nicht, dass ich Außenstehende. Ich meine, aufgeschlossen gegenüber anderen Menschen waren sie schon immer. Das kann man auf jeden Fall so sagen. Es ist schwierig, ja, ich meine. Aber ich muss jetzt mal blöd fragen, also Peter, ich glaube, du verwechselst da was. Weil ich glaube, Harry hat, glaube ich, da mit Mo sich gestritten. Auch, ja. Weil der Alfred hat da gar nichts gesagt, was der Harry dementiert hat. Aber auch nicht. Ich rede aber auch sehr gerne mit Harald nochmal. Ich will da jetzt hier niemanden in Schutz nehmen, um Gottes Willen. Auch, glaube ich, sollten Sie einfach mal und dieses Mal wirklich vielleicht entweder. Nur zur Info mit dem Fritze. Ja. Hier, ich soll mich mal entschuldigen. Das ist eine bodenlose Frechheit, Peter. Das ist eine bodenlose Frechheit. Erstens habe ich das getan. Zweitens. Hat der, also nichts anderes, nicht mal im Ansatz irgendwas anderes vorgehabt und noch im Gegenzug wäre es für ihn eine Freude gewesen, für mich war es eher eine Qual. Aber es ist egal, ich will das auch abhaken, ich will davon nie wieder was hören. Aber ich finde das einfach, ich finde das einfach nicht mehr lustig. Also Herr Manus, ich glaube, Sie sollten jetzt die Chance halt auch mit der Untergriesbach, also mit der Gemeinde Untergriesbach nutzen, um einfach, sag ich mal, einen Schlussstrich zu ziehen, einfach abzuschließen mit dem, was bis jetzt war.
Mit und was? Den kompletten Neustart zu starten. Also natürlich, nicht natürlich. Das vergraulen. Nein. So. Um Gottes Willen. Natürlich, das wäre das nächste gewesen, was ich gerade sagen wollte. Natürlich von Schwarzing aus, beziehungsweise in Schwarzing. Ich meine, von mir aus, das habe ich ja allen Bürgern angeboten, gerne mit Ideen, Konzepten auf mich zukommen, auch für die Untergriesbach. Aber natürlich will ich auch weiterhin unsere Gemeinde Schwarzing stärken. Das ist unser Steckenpferd, das ist unser Herzstück, das muss bestehen bleiben. Also ich will jetzt auf keinen Fall, dass alle von der Gemeinde Schwarzing jetzt sagen, ja okay, dann gehen wir jetzt nach Untergriesbach und bauen uns da was auf. Und dann gehe ich hier durch Schwarzing und es ist wie im Wilden Westen, dass irgendwelche Strohhäufchen rumwehen oder so, ne? Wenn Sie verstehen, was ich meine. Nee, das verstehe ich schon, aber ich sage Ihnen ganz ehrlich, der Fritzl in Untergriesbach ist das Todesurteil für Untergriesbach. Mit den netten Menschen, die dort leben, so ein Typ, ganz ehrlich. Naja, gut. Aber überlegen Sie sich mal, Herr Manus, wie Sie hier in Schwarzing angekommen sind vor, ne, anno dazu mal. Da waren die Leute auch alle nett und freundlich und aufgeschlossen und inzwischen, ja, sind sie mehr so Geschäftsmänner geworden wie Sie, sag ich mal. Vielleicht einfach auch, ich glaube, wenn man dem Fritzl kein Feuer gibt, dann ist der Fritzl auch sehr umgänglich. Und das ist also falsch, finde ich. Ich habe auch schon, wie soll ich das sagen, wenn dem Fritzl irgendwas bewegt, ja, Fritzl hat ja in der Gemeinde nicht wirklich jemanden, mit dem er offen reden kann oder mit dem er sich anvertrauen kann. Och, der Arme, außer seine 20 Mitarbeiter. Zwei, aber ja. Fünf? Ist ja jetzt mal dahingestellt, wie viele Mitarbeiter der Fritzl hat. Auf jeden Fall unterhält er sich halt ab und zu auch mal privat mit mir. Und da muss ich sagen, wenn wir zwei unter uns sind und der Fritzl wirklich, sage ich mal, sein geschütztes Umfeld hat, dann ist er auch ganz umgänglich und ist echt freundlich. Ne? Und da unterhält er sich aber nicht mit mir als Bürgermeister, sondern einfach mit mir als Peter. Das hat auch überhaupt nichts damit zu tun, wie ich irgendwie mit Fritzl umgehe oder so. Das sind dann einfach Momente, wo ich halt einfach als Privatperson da bin und mich mit jemandem unterhalte und ihm vielleicht ein offenes Ohr biete, was ja auch meine Aufgabe trotzdem mit ist als Bürgermeister. Und ich glaube auch, Herr Manus, dass Sie und der Fritzl, Sie werden jetzt kein perfektes Verhältnis zueinander aufbauen, dass sie wie Brüder sind, aber ich glaube doch, dass sie schon zusammenarbeiten könnten oder auch gut zusammenarbeiten könnten, wenn sie es denn beide wollen würden. Hm. Aber da gehören immer zwei dazu. Ja, ich verstehe, was Sie meinen, aber ich glaube... Und das Problem ist, sie haben beide ein recht großes Ego und es muss halt... Aber einer muss halt den ersten Schritt machen. Ja, das ist schön und gut, aber ich sag ganz ehrlich, ich habe wenigstens noch eine Umgangsetikette, die der nicht hat. Und das geht mir halt gegen Strich. Da habe ich keinen Bock drauf. So. Okay, Herr Mannes. So, Bella, wir gehen. Peter, aber trotzdem wegen Untergriesbach, da unterhalten wir uns auf jeden Fall nochmal. Ja, und Herr Mannes, lassen Sie sich trotzdem mal durch den Kopf gehen. Sie kennen den Spruch, der Klügere gibt nach. Vielleicht einfach mal, sag ich mal, auf gut Deutsch drauf scheißen, was bis jetzt war und was der Fritzl vielleicht für einen Ton hat und ihm einfach eine Hand hinhalten, vielleicht ergreift es ja. Nochmal bitte, was mit der einfachen Hand? Einfach eine Hand hinreichen, vielleicht ergreift es ja. Ach, ich, ganz ehrlich, das ist mir zu... Ja, Peter, ich weiß, was du meinst und ich finde es auch, ich muss ja ganz ehrlich, ich weiß das auch wirklich zu schätzen und alles, aber ey, dieses Rumgeheule und Rumgejammer, ich kann es mir nicht mehr geben. Ganz ehrlich, die ganze Nacht durch die Welt laufen mit der großen Fresse und dann, der Landeiner, der hat schon wieder gegen mein Deutsch geschossen. Oder der Landeiner, der hat schon wieder, ich kann es nicht. Es geht nicht. Okay, Herr Mann. Es tut mir leid, Peter, aber ich weiß das sehr zu schätzen. Ich weiß zu 100%, was du meinst. Also nimmst du nicht übel. Ich weiß wirklich zu 100%, was du meinst. Und ich weiß auch wirklich, du hast da auch recht. Also du hast wirklich recht. Na? Ja, und das mit dem Ego, da gebe ich dir auch recht. Weil da irgendwann, das Problem ist, wenn du irgendwann, weißt du, du baust so eine Mauer, dann legst du mal einen Backstein drauf. So, und irgendwann ist die du kannst doch drüber gucken, aber du kommst nicht mehr drüber, weißt du? Das ist so. Ja, dann muss man aber, ich sag mal, anstatt den nächsten Backstein zu nehmen. Und den anderen vom Kopf hauen. Den nächsten Backstein nehmen, einfach einen Hammer nehmen und die Mauer einreißen, im Manus. Ja. Oder den anderen beschmeißen damit. Ja, das Frage, Peter. Ja. Hast du das auch schon mal in der anderen Partei gesagt?
Oder redest du mit der anderen Partei auch so darüber? Nur Interesse halber. Darüber, ich sag mal, wenn ich mich mit dem Fritzl so normal unterhalte, kommt das eher weniger zum Vorschein, beziehungsweise ich habe ihm auch schon mal was in die Richtung so mitgegeben, ja. Aber jetzt noch nicht so tiefgründig wie mit ihm. Ich kann aber auch gerne mal mit ihm drüber reden. Fritz hat immer ein offenes Ohr, wenn ich sage, ich muss mal mit dir reden. Ja. Ja? Kann ich gerne machen. Aber noch ganz kurz, niemand hat die Absicht, eine Mauer zu bauen, ne? Ja. Gut, alles viel Spaß zurück in Spatzinger, Markus. Bis dann, Alfred, komm dann einfach am Landhandel vorbei. Ja, ich schau dann noch vorbei. Na, da rein. So, Bella. Gott, haben wir aber viel Zeit hier verblendet, ey. Tut mir leid, dass du warten musstest. Alles gut. Wo ist der Tesla? Jetzt unten, ne? Unten? Scheiße. Müssen wir laufen. Oder wir leihen uns ein Auto. Nee, alles gut. Komm, lass mal ein paar Meter gehen. Ist vielleicht ganz gut im Regen, frische Luft. Mhm. So, jetzt erzähl mal, was war denn los? Warum haben die jetzt eigentlich... Der hat mir einfach eine gepfeffert. Das gibt's ja nicht, Mensch. Ja, doch. Na gut. Keks langsam. Soll ich mal... Naja, ich was weiß... Was denn? Soll ich sie mal anrufen, oder? Nee, wir gehen da jetzt sowieso hoch. Die waren ja auf dem Weg zum Landhandel. Naja, komm, dann lass uns einen Schritt schneller laufen. Ach, Mann. Also, Bella, sag mal ehrlich. Ich meine, ich brauche wirklich mal bin so ehrlich. Langsam... Ich brauche langsam mal so ein bisschen Rat halt. Worüber denn? Naja, halt mit dieser ganzen Situation. Ich meine, hier in Schwarzing, ich bin hier halt echt super gerne, weißt du wie? Und ich bin hier halt, naja, in dem Sinne groß geworden und ich will das hier nicht aufgeben. Und ich will hier auch nicht weggehen und will das nicht verlassen und... Das kann ich verstehen. Ja, aber ich kann halt einfach... Ich kann halt einfach da unten da so hingehen, mich entschuldigen oder irgend so ein zum 100. Mal Gelaber. Ich will jetzt hier wirklich und ordentlich und keine Streitereien mehr. Ich bin das halt so leid, weil das halt schon 100 Mal auf dem Tisch war. Weißt du, das ist halt einfach wie so ein Steak, was du halt, keine Ahnung, 2 Stunden auf dem Grill hattest und nur noch Steinkohle ist, so durchgekaut ist das dann. Ja. Und wird irgendwann zählen. Ich brauche einfach mal eine ehrliche. Ich brauche halt einfach mal irgendwie ein Feedback. Ich habe keine Ahnung. Und zwar nicht von dir als Freundin von Miguel, sondern einfach so wirklich. Ja. Halt. Von deinem besten Kumpel. Subjektiv gesehen halt. Auch Jupp enttäuscht mich gerade so krass, Bella, ey, ohne Witz. Ja, aber man kann es ihm prinzipiell. Wo bist du? Lass mal warten kurz. Man kann sie mir auch nicht verübeln, aus dem einfachen Grund, weil wir sind einfach gegangen. Von jetzt auf gleich. Ja, ich weiß. Also ich weiß. Ich verstehe das. Ich verstehe das, aber dass er halt dann gerade zu Fritzl halt geht. Mhm. Und so, keine Ahnung. Ich guck mal, Harry ist uns hinterhergefahren irgendwie. Das hat mir halt so gezeigt, ja gut, also der war echt getroffen. Aber Jupp halt, und ganz ehrlich, Bella, Jupp war vorher schon so. Also bevor wir gegangen sind, hat sich doch Jupp schon total verändert. Ich meine, klar, vielleicht hat ihn irgendwas gestört, vielleicht habe ich ihn schlecht behandelt. Ich weiß es nicht, aber... Dann such doch einfach mal in Ruhe mit ihm das Gespräch. Ganz in Ruhe... Und, ja, also mit ihm das Gespräch suchen auf jeden Fall. Aber du weißt, wo Harry und Christel uns hinterhergefahren sind. Es musste sich auch einer um den Landhandel kümmern. Naja. Und er tut ja auch sehr viel. Er ist die ganze Zeit auf dem Feld. Er, bestellt. Naja, ich weiß. Ne, der macht ja eine ganze Liste, ne? Und keiner sagt ihm mal Danke. Vielleicht kommt ihm das auch mal sauer hoch. Ja, ich verstehe das schon. Dass genau ja. Diese Sachen dann ihm fehlen, dieses Danke einfach nur. Danke kann schon viel bewirken. Ja. Na, ein Bitte und ein Danke, das sind die besten beiden Worte, die man eigentlich sagen kann. Vor allem zu seinen Mitarbeitern und zu seinen Freunden. Da gebe ich dir recht, Bella. Das stimmt. Ja. Na gut. Ja. Ich glaube, ich werde das so mal angehen. Ich glaube, das ist auch die erste Baustelle, die ich
versuchen werde, irgendwie wieder, naja, aufzubauen. Na gut, dann lass jetzt mal langsamer sicher rübergehen, weil ich will aus dem Regen raus. Meine Sachen sind nass. Okay. Meine Bluse klebt schon wieder. Voll meine Hose. Find's gar nicht so schlecht im Regen. Warum? Keine Ahnung. Wo Kohle läuft da noch hinter mir? Ich glaube nicht. Ach Mensch, ey. Alles nicht so einfach zur Zeit. Nee, wem ist der denn? Oh, der sieht aber nicht schlecht aus. Oh. Cool. Hm. Oh Gott, der steht Emily. Selbst der Anhänger steht noch hier, ist unglaublich. Oh, nee. Aushalten und hat nicht immer irgendwo was dazugegeben. Du kriegst eine Krise. Trink mal einen Kaffee, Harry. Das beruhigt dich. Ja, und gib mir mal auch. Ach, sind wir auch schon da. Guten Tag. Was kann ich für Sie tun? Hallo. Hallo. Gibt's. Ja, was steht denn jetzt da wie begossene Pudel? Können wir mal hier rein, bitte? Weiß nicht, Harry, darf er rein? Hä? Warum? Wir lassen da erstmal hinsetzen, Jupp. Ja, gut. Wollt ihr mich verarschen? Jetzt geht ja, du bist ja nicht mehr Eigentümer von diesem Land. Bevor ich die Tür dazu mache. Oh. Vorsicht. Wie Vorsicht? Hallo, Chef, jetzt benimm dich mal. Ich habe heute sehr gute Laune. Jetzt mal benimm dich jetzt mal ein bisschen. Sag mal, aber sonst geht es euch ganz juckig, oder was? Nee, pass mal auf. Ich habe dir, wenn ich dich da bin, die Anteile übertragen. Das heißt nicht, dass du der neue Eigentümer des Landhandels bist. Naja, wenn du mir die Anteile übertragen hast, dann sitzt es meine. Ja, während ich nicht da bin. Ja, das geht ja nicht. Ja doch, das geht schon. Das kann ja wohl nicht wahr sein. Chef, jetzt mal ohne Flachs, ne? Ganz ehrlich, du wunderst dich manchmal, wie man dir gegenübertritt. Aber mit deiner unterschwelligen, so hier, ich guck von oben Herableistung, ne? Wird die ganze Diskussion manchmal echt nicht besser. Genau, das ist mein Problem. Welche oberschwellige, ich guck herab? Das, ja, da hör doch mal Jupp zu. Siehst du hörst ja Jupp noch nicht mal zu. Hast du gerade überhaupt mal gemerkt, wie du hier reingekommen bist? Du hast dir den Oberlerry raushängen lassen, einem drum und dran. Ich bin's, mach Platz. Blablabla. Chef, du verlangst von uns, dass wir normal mit dir umgehen und Jupp auch normal mit dir umgeht. Deswegen, mal miteinander. Moment, ganz kurz. Ich bin hier hochgekommen und stand hier. Das Erste, was ich gekriegt habe, war ein dummer Spruch. Da habe ich noch nicht mal ein Wort gesagt. Was hast du denn für einen dummen Spruch bekommen? Du hast einen dummen Spruch bekommen. Na, auch schon da? Ja, auch schon da. Genau so ist es. Wo ist denn der Spruch dumm? Der ist nicht dumm. Und hör endlich auf, wenn wir reden, alles irgendwie andersrum zu drehen, bloß dass du wieder das generell gute Licht hast, Chef. Wir sind am Landhandel ein Team. Waren wir zumindest, bis hier Miss Madame da war. So. Du setzt deine ganze Schuld jetzt auf mich? Alter, warum bist du eigentlich zuerst weggerannt? Das ist das Nächste. Ja. Warum rennst du vor deinen Schwestern weg, wenn die mit dir reden wollen? Ich bin weggerannt, weil ich Angst vor denen habe. Angst! Alter, du hör mal auf zu zaubern, sag mal. Das ist doch nicht mehr feierlich. Höher als vorne. Hast du sehr großes schlechtes Gewissen wahrscheinlich. Also, folgendes. Erstens, ich weiß nicht, warum die Frau eilig, nee, nichts gegen sie, aber hier in der Tür steht und zu entscheiden hat, ob ich hier in dieses Scheißbüro rein kann oder nicht. Ja. Das Zweite ist, mit Bella hat das überhaupt nichts zu tun. Und ich weiß auch generell nicht, was jetzt hier los ist, ob die zwei Damen nichts mit ihrem Hof gerade zu tun haben. Weil das können wir nämlich auch unter uns klären. Und ihr solltet vielleicht erklären, warum euch gegenseitig eine scheuert oder so. Keine Ahnung. Stopp. Nur mal zur Info. Wir sind hier und haben da außen zwei Fahrzeuge verkauft und haben ein neues gekauft. Ja, und einen Besen. Richtig, die waren geschäftlich hier. Genau. Ja. Und deswegen steht man hier so in der Tür. Sicher, dass ich den reinlassen darf. Aber da merkst du mal, wie das ist, wenn man mit Spaß dir gegenüber macht, der sich dir gegenüber negativ gestaltet, wie du es immer mit anderen machst. Also ich weiß nicht, ob es nur ansatzweise der richtige Zeitpunkt ist, hier einen Spaß noch zu machen. Weil ich glaube, die Situation ist gerade nicht so spaßig. Ach ne, das ist gut, dass du das wie man es gerade bei der Gemeindesitzung unten wieder erst gesehen hast. Ja, aber daran liegt es doch nicht an uns. Wir haben erkannt, wer die zwei Faktoren sind. Ihr habt erkannt, wer die zwei Faktoren sind? Habt ihr euch mal gesehen?
tut er nicht immer so und schickt es dann nicht immer auf andere. Ich habe mich mit Bella, jetzt rede ich mal einen Satz zu Ende. Ich habe mich mit Bella, wo wir hochgelaufen sind, unterhalten über die Problematik, weil mich das hier beschäftigt, weil mir das nahe geht, ja, weil ich hier das schon ewig mache und weil ich nicht Schwarzingen verlassen will. Ja, weil mir Schwarzing viel bedeutet. Wir hatten gerade ein sehr ernstes Gespräch. Das Erste, was passiert ist, ich wäre hier angemotzt. Der Jupp, der tut wieder so, als würde ich gar nicht mehr zum Landhandel gehören, so ungefähr. Und habt ihr euch zweimal da unten gesehen an der Gemeinde? Ich habe nichts gesagt, die ganze Zeit nicht. Aber habt ihr euch mal in der Gemeindesitzung, du fetzt dich nur mit den ein und du stehst bei Fritzl drüben auf der Seite. Jetzt kannst du jetzt rede ich mal bitte. Wisst ihr, wer sich hier am meisten mit allen verschissenen Dorfbewohnern die ganze Zeit immer wieder gefetzt hast? Das warst du. Du hast dich mit ihm und nach dem anderen immer wieder und immer wieder angelegt. Und jetzt hör verdammt nochmal auf, jedes Mal die ganze Scheiße auf uns abzuwälzen. Irgendwann ist Schluss. Dein Kleinkind Fritzl, den kannst du sonst wo aus. Ich hab mich mit anderen gefetzt. Nee, verdammt nochmal, jetzt lass mich ausreden. Ich hab mich den Scheiß jedes Mal auf uns zu schieben oder sonst was. Jetzt ist Schluss hier. Harald. Also Harald, jetzt, aber Harald, jetzt wird also jetzt mit dem Karl. Es wird unsachlich. Aber das ist doch komplett aus der Luft gegriffen, Harald. Das ist überhaupt nicht aus der Luft gegriffen. Aber du tust doch jeden... sobald du die Möglichkeit hast, irgendwie was aufs Brot zu schmieren, machst du es doch. Warum sagst du denn, ich würde hier Gleichkrieg mit einzelnen Personen anfangen? Weil du tust doch, sobald die kleinste Kleinigkeit ist, schmierst du es den Leuten doch aufs Brot. Von wem lernt man es denn? Wer ist denn hier das beste Negativbeispiel? Alles klar, das habe ich dir so gelernt. Pass auf, das kannst du vergessen. Das kannst du vergessen. Jemand auslachen. Kannst du mit jemandem anders machen, aber nicht mit mir. Das ist sehr weil du, du erzählst so einen Quark, Alter. Ich kann auch mit uns runter. Du erzählst einfach so einen Quark. Ich habe noch keinen versucht, umzubringen. Ja, genau, alles klar. Ja, aber mitgemacht hast du. Ja, was ist denn? Ja, Chef, jetzt mal ohne Flachs. Mitgemacht hast du? Natürlich, wo habe ich schon mitgemacht? Wo hast du mitgemacht? Hab ich das Auto gesteuert? Pass mal auf, wollte ich das? Wollte ich das oder wurde ich gezwungen? Meine Freundin wurde schon entführt. Verstehst du? Die wurde schon mal entführt und war schon mal weg. Weißt du wie? Ich kann ja mal die Emily, kann ich ja mal in der Nacht mopsen. Da schauen wir mal, da gucken wir mal, was du alles dafür machen würdest, um die wieder zu kriegen. Das ist jetzt ganz dünnes Eis. Ja, natürlich ist das dünnes Eis. Wisst ihr? Fritzl war vor uns hier oben. Die ganzen Scheiß-Schwerpunkte oder Scheiß-Diskussionen, die kommen von euch. Also kriegt euch in die Spur, weil uns geht's allen auf den Sack. Nee. Die kommen nicht von uns. Hast du mal gesehen, wie der sich da unten aufgeführt hat? Da steht einer aus Untergriesbach, den habe ich kennengelernt. Der ist super nett gewesen, weißt du wie? Der ist hierher geeilt, weil es einen Einsatz hier gab, weißt du? Mit Quarantäne und alles ist der hierher geeilt, um hier zu helfen. Und was kriegt der da unten? Der wird hier angemotzt des Todes, der kriegt hier da unten in Mund verboten, so ungefähr, in einer Art und Weise, wo ich einfach nur sage, was ist das? Was ist denn das? Wo sind wir hier? Wenn der außenstehende Person das Erste ist zur Begrüßung, was er sagt, ey, was ist denn bei euch los? Das ist ja nicht normal. Da muss man sich doch mal Gedanken... Aber da muss man sich doch mal Gedanken machen. Weißt du, warum ich rausgestürmt bin? Ich bin rausgestürmt, weil Fritzl zu dem Albrecht geht und ihm auf eine unterste Schublade, der soll die Klappe halten, du hältst jetzt die Klappe, Alter. Junge, bin ich hier im Ghetto oder was? Ja, da musst du aber mal sehen, Chef, das kannst du doch nicht auf uns alle projizieren. Hä, mach ich doch gar nicht. Das ich bin mit Bella hier hochgelaufen und hab mit ihr geredet und hab mir Sorgen um Jupp gemacht und wie ich wieder zu ihm finde und mit dir und so weiter und so fort und alles darüber haben wir uns gerade unterhalten. Ich projiziere auf überhaupt niemand was. Ich habe nur keinen Bock, zu dem zu gehen und irgendeine Hand zu reichen. Das mache ich nicht mehr. Bin ich irgendein Kasper oder was? Nein, das hat keiner gesagt. Wisst ihr, aber wenn du dann unten so reagierst, dann projizierst du das zum Beispiel, also wie gesagt, kommt das auf uns so rüber, jedenfalls auf mich. Wisst ihr, dann macht man sich zum Dulli Reis. Weil keiner die Eier in der Hose hat, gegen den was zu sagen. Hast du Fritzl schon mal ein Friedensangebot gemacht? Hä? Weil er hat es ja schon mal gemacht. Ja, das hatten wir schon 100 Mal. Und weißt du, wie das Friedensangebot aussieht? Das Friedensangebot sieht aus, naja, also unsere kleinen Leckereien oder Scherze können wir ja trotzdem noch so machen. So sieht immer das Friedensangebot aus. Und dann sagst du, ei was?
gegen sein Kackdeutsch oder irgendwas, keine Ahnung. Es ist völlig egal, irgendwann kommt der Tag, wo ihn der kleinste Bullshit wieder gegen den Strich geht und er wieder komplett ausrastet. Und was soll der Käse? Was soll der Käse? Das ist der Kindergarten. Das ist Kindergarten. Ist das Kindergarten. Da liegt hier schon ein Riesenhaufen Sand. Da hinten habe ich einen ganzen Sack voll Friedensangebote. Weißt du, da kann ich dir jeden Tag eins rausnehmen und kann es kauen und runterschlucken. Aber jetzt mal ohne Flachs. Weißt du, ich habe vielleicht gerade ein bisschen überreagiert. Das mag sein. Weißt du? Aber was mich generell anstinkt, Chef, man tut und macht. Weißt du, man verlangt hier am Landhandel kein Dankeschön gegen gar nichts. Um Gottes Willen, weißt du? So, aber was generell nicht geht, und das habe ich dir schon mal gesagt und das hat auch der Jupp zu dir schon mal gesagt. Es ist deine Frau, alles gut und schön. Da kann auch der Hölle zufrieren, das ist mir egal, weißt du? Aber die schnippst und du springst, weißt du? Seit wann haben wir zwei denn mal wieder... Fang jetzt doch schon wieder so an und lass mich verdammt nochmal ausreden. Das ist so eine Scheißunart von dir, die du immer hast. Die habe ich von dir gelernt. Die habe ich von dir gelernt. Ich rede jetzt. Und du hast jetzt Funkstelle. Die habe ich von dir gelernt. Nein. Doch. Nein. Ja, red. Wir wollen einfach wieder ein Miteinander, so wie wir es früher hatten und vor allen Dingen auch mal ohne Frau. Ja, und soll ich dir was sagen? Bella hat das sogar vorgeschlagen. Das hat Bella sogar vorgeschlagen. Schiebst du ja nicht immer auf sie. Aber sie ist nun mal da und meistens. Sie hat vorgeschlagen, so. Zum Beispiel, dass ich mit Jupp und mit dir und was weiß ich, dass wir mal. Es ist ja scheißegal, ich muss das jetzt nicht alles hier ausbreiten, aber Bella steht dem auf jeden Fall nicht entgegen oder stellt sich da dazwischen. Und du, verstehst du, du, Harald, nimmst mir mal nicht übel, ne, aber du vergisst Gott um die Welt, wenn hier so eine hübsche Dame neben dir steht, ja? Ich bin auch verdammt dankbar, dass ich sie als meine Frau gefunden habe. Freundin. Dasselbe. Nee. Wir sind doch keine 15 mehr. Ja, aber trotzdem. Das ist ja schön. Genau, aber warum, du weißt ja selber, wie lange ich hier alleine war in Schwarzing und warum ist es denn bei mir so, als würde Bella, und das stimmt ja nicht mal, dass Bella... Warum? Pass auf, also nicht mal ansatzweise stimmt das. Das war alles meine Initiative. Gut, pass auf, Beispiel. Warum ich da vielleicht so reagiere, ne? Beispiel. Ihr habt unten, wo wir in Bayerisch Schloss gemacht haben, ne? Hast du und Bella, habt ihr ein Geschenk von den Mädels bekommen, ne? Fürs Haus. So. Wofür wurde denn das Geld von Bella gleich wieder investiert? Sicherlich nicht in das Haus. Nee, in so eine quietschenblaue Funkdröte, die mit Strom fährt. Hä? Aber das hat er. Aber das kannst du doch gar nicht so pauschal sagen. Bella? Ja. Grinst schon wieder so, wenn sie redet. Ich möchte auch gerne mal wissen, wofür du unser Geld an euch... Das waren 81.000, das ist ja wohl nichts, ja? Ich habe jetzt euch 250.000 Euro gegeben fürs Haus. Wo ist der Rest? Hm? Wow. Das ist im Landhaus wahrscheinlich irgendwo. Du hast die 81.000 davon genommen? Ja, hab ich dir doch gesagt. Ich glaube, du weißt nicht so viel Bescheid, wie du meintest. Chef, und da mache ich mir einfach nur, das ist dann auch nicht böse. Aber Leute, da mache ich mir also einfach pass nur auf, Gedanken. Pass auf, wir müssen die Kirche wirklich mal im Dorf lassen. Ja, aber sind wir es doch ist, mal ehrlich. Es ist, aber über was reden wir hier? Das sind Sachen, die kann man easy aus der Welt schaffen, ne? Natürlich und, kann man die easy ja, aus der Welt schaffen. Ja, aber es gibt Sachen, die kann man nicht easy aus der Welt schaffen und die gehen jedes Mal unter. Und das ist das, was mich beschäftigt. Weißt du, mir geht's nicht darum, wie bist du? Hast du mal Zeit oder machst du jetzt mehr mit Emily oder mach ich mal was zu viel mit Bella oder ist es mal stressig am Landhandel oder sag ich mal, gibt es gute und schlechte Tage. Das ist Sachen, die beschäftigen mich ja, aber das sind für mich keine Schwerpunkte. Das kann man immer aus der Welt schaffen. Aber was ich richtig beschäftigt, ist die Sachen, die nicht aus der Welt zu schaffen sind, so einfach. Und das ist dieser Krieg, der hier herrscht. Ja, aber wie willst du den Krieg, wenn ihr zwei, du und Fritzel, wenn ihr nicht bereit seid... Es ist da aber nicht nur ich und Fritzel. Ja, aber wer denn noch? Jetzt ja, wer noch? Es ist der Landhandel gegen die BGA da unten. Ja, warum? Du kannst doch keine zwei Minuten mit Mo an einem Fleck stehen, ohne dass ihr euch genauso fetzt. Ja, mittlerweile geht das. Na, dann lag das auch an mir wahrscheinlich.
Das hat, siehst du, und genau das ist schon wieder so ein Ding, du projizierst dann wie so... Ja, Entschuldigung, ne, wenn Fest gefeiert wird, wenn ich nach Untergriesbach gehe, da tut es mir auch leid. Da hat doch keine Sau gefeiert. Na doch. Nein, oder hat wirklich gesagt. Keiner gefeiert. Ich bloß gesagt. Jetzt. Hat keiner gefeiert. Na gut. Ich muss trotzdem erstmal kurz durchschnaufen. Meine lieben Freunde, vielen Dank fürs Zuschauen. Ich hoffe, es ist alles cool bei euch. Denn das, meine Lieben, vergesst das nie, ist nur RP. Und das ist hier in Schwarzing, bleibt hier in Schwarzing. Ne? Also, wir mögen uns und verstehen uns alle sehr gut. Und deswegen vergesst das bitte immer nicht. Aber es ist auch mal ein bisschen emotionales RP dabei. Und was ich sehr gut finde, was mir sehr gut gefällt, denn mir persönlich macht das so sehr viel Spaß. Okay, aber das nur kurz zur Erklärung. In diesem Sinne, vielen Dank, dass ihr dabei wart. Ich habe die Folge jetzt mit Absicht auch mal länger laufen lassen, weil ich glaube, es ist auch nicht schlimm, ne, wenn das jetzt einfach mal länger ging, weil es war halt einfach, es hat halt einfach gepasst. Gut, in diesem Sinne, euch einen schönen Abend noch. Bis dahin. Heute Abend 19 Uhr geht es übrigens weiter mit der nächsten Folge, mit der letzten Folge bis Wochenende. Tschüss. Tschüss. Ciao.